Letzter Schultag, auch am Saldern-Gymnasium in Brandenburg an der Havel. Und da tanzen sie noch mal richtig. Denn für mehr als 280.000 Schüler und Lehrer gibt es heute Ferien. Aber die begannen eben mit vollen Straßen, kilometerlang Staus. Viele machten sich ja am Nachmittag auf den Weg in den Urlaub. Guten Abend, Brandenburg aktuell freut sich auf alle hier gebliebenen und mobilen Zugucker. Kurznachrichten kommen von Christina Derlin. Guten Abend. Und hier sind unsere Themen. Vogelgrippe auf dem Vormarsch, schon wieder neuer Fall. Umstritten, Wissenschaftler gegen Kreisgebietsreform und Dorf mit Zukunft. Sauen gewinnt Bundeswettbewerb. Ja, jetzt nistet sich die Vogelgrippe offenbar so richtig bei uns ein. Heute wurde der Erreger in einem Entenmastbetrieb in Neuhardenberg nachgewiesen. Dort müssen 27.000 Tiere getötet werden. Die Forscher vom Friedrich-Löffler-Institut, die sprechen davon, dass sich die Epidemie seit dem Herbst mit einem ungewöhnlich großen Ausmaß ausbreiten würde. Mehr von Jana Wochnik. Am ersten Tag verendeten 185, am zweiten Tag weitere 200 Tiere. Da war klar, der Entenbestand hier in der Mastanlage Neuhardenberg muss infiziert sein. Und tatsächlich. Im Landeslabor wurde das H5N8-Virus nachgewiesen, Vogelgrippe. Ob es auch um die noch gefährlichere Form der Geflügelpest geht, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Das bedeutet, dass die Tiere, es handelt sich um ca. 27.000 Mastenten, getötet werden müssen und unschädlich beseitigt werden. Wie viele Tierhalter sind in dem Sperrbezirk? Lagebesprechung. Hier laufen alle Drähte zusammen. Schon seit den ersten Januartagen ist im Verbraucherschutzministerium das Krisenzentrum aktiv, rund um die Uhr, Nachtschichten inklusive. Die 7 Mitarbeiter sind ständig mit allen Landkreisen und Bundesländern in Kontakt. Ziel, eine weitere Ausbreitung der Vogelgrippe verhindern. Schon jetzt sei die Situation dramatisch, so beschreibt es der Landestierarzt. In Brandenburg gab es bislang 6 infizierte Wildvögelfunde und 3 Vogelgrippefälle in Mastanlagen von Nutztieren. Zunächst in Ostprignitz-Ruppin, Landkreis Dahme-Spreewald und nun in Neuhardenberg im Märkisch-Oderland. Wir haben hinsichtlich der Geflügelpest eine sehr ernste Situation. Der Erreger ist sehr weit verbreitet in der Wildvogelpopulation. Und wir müssen jederzeit damit rechnen, dass neue Wildvogelfälle dazukommen. Aber auch, und das ist das Entscheidende, dass der Erreger in die Nutzgeflügelpopulation oder in Nutzgeflügelbestände eindringen kann. Um die aktuell betroffene Anlage in Neuhardenberg wurde ein Sperrbezirk von 3 Kilometern eingerichtet. Hier dürfen keine Geflügelprodukte ausgeführt werden. Schon seit Wochen und weiterhin gilt landesweit für alle Vogelarten die Stallpflicht. Und auch das gehört zu diesem Tag. Die Erinnerung darf nicht enden. Sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Dieser Satz, der stammt von Roman Herzog, dem vor kurzem verstorbenen Altbundespräsidenten. Er hat 1996 diesen heutigen Tag zu einem offiziellen Gedenktag gemacht. 27. Januar, Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Das war heute also vor 72 Jahren. Einer Opfergruppe wurde besonders gedacht. Der Menschen, die für die Nazis unwertes Leben waren. Den Opfern ein Gesicht geben, das ist wichtig. Auch wenn die einzelnen Schicksale leicht in großen Zahlen verschwinden. 9000 Menschen, deren Leben den Nationalsozialisten nicht als lebenswert erschien, wurden allein im Jahr 1940 in Brandenburg an der Havel ermordet. Mit Giftgas. Hier probten die Nazis den späteren Massenmord in den Konzentrationslagern. Dieses alte Zuchthaus war streng abgeriegelt. Vor dem Zuchthaus, wenn man dort stehen blieb, wurde man eben weitergeschickt. Aber die Menschen haben natürlich gesehen, dass hier Busse reinfahren, immer wieder Busse reinfahren. Und sie haben gesehen, dass hier über der Anstalt, dass es dort Rauchwolken gab und dass es roch nach menschlichem Fleisch. Sebastian Urbanski hätte es damals vermutlich auch getroffen. Der Schauspieler des Behindertentheaters Rambazamba spricht heute im Bundestag. Als erster Mensch mit Down-Syndrom überhaupt. Er leiht seine Stimme dem Opfer Ernst Putzki, der seinen Leidensweg in Briefen schilderte. Die Menschen magern hier zum Skelett ab und sterben wie Fliegen. Wöchentlich sterben rund 30 Personen. Man beerdigt die hautüberzogenen Knochen ohne Sarg. Insgesamt 300.000 Menschen fielen dem Euthanasie-Wahnsinn des NS-Regimes zum Opfer. Ihr Leiden und Sterben stand heute im Mittelpunkt der Gedenken zum Tag der Opfer.
In Brandenburg erinnert seit 2012 auch eine eigene Gedenkstätte daran. Denn nur in persönlichen Geschichten kann die Erinnerung am Leben gehalten werden. Wenigstens die. Und 2 Jahre ist es her, da hat ganz Deutschland gestaunt und nach Cottbus geschaut. Hier wurde Brandenburgs bislang einzige Synagoge eingeweiht. Keine neugebaute eben, sondern eine in einer früheren christlichen Kirche. Das Haus als Geschenk an die jüdische Gemeinde, die heute wieder an die 400 Mitglieder in Cottbus zählt. Doch der Wunsch vor 2 Jahren, den Ort dauerhaft mit Leben zu füllen, der hat sich noch nicht erfüllt. Im Gegenteil, wie Andreas Rausch zeigt, fällt die Bilanz heute eher sehr nüchtern aus. Sie proben für einen Liederabend. Kulturell gibt es immer wieder Angebote der Gemeinde. Die Synagoge ist auch Probenraum. Dass es sie überhaupt gibt, grenzt für manche auch heute noch an ein Wunder. Das war so ein Zeichen gesetzt, ja, dass also ich war überwältigt. Das war schon ein Tag, ja, wo ich gesagt habe, das ist Glück. Der Einzug der Tora-Rolle, der Höhepunkt vor 2 Jahren, hunderte Schaulustige sind dabei. Begann hier eine neue Ära jüdischen Lebens in der Stadt? Nein, sagt Sergei Romanow, der Gemeindevorbeter bemüht einen drastischen Vergleich. Das ist so wie eine, kolonisierte Leiche. Also, wenn man Strom durchzieht, dann fangen an, tote Glieder sich zu bewegen. Aber ob man das wiederbeleben nennen darf, naja, das bezweifle ich. Ängstlich, fast anonym hatte sich die Gemeinde jahrelang, überwacht von Videotechnik, in einer Wohnung getroffen. Eine geschlossene Gemeinschaft, fast nur russisch sprechend, in einer Stadt, in der sie nicht alle willkommen hießen. Insofern war die Wandlung eines evangelischen Gotteshauses zur offenen Synagoge ein deutliches Zeichen und auch Experiment, für das die evangelische Kirche vor zu hohen Erwartungen warnt. Man muss nur gucken, dass die jüdische Gemeinde ihr eigenes Leben entfalten kann und das Maß finden kann, was ihnen entspricht und nicht, was wir ihnen aufdrücken wollen. Die Synagoge im Herzen der Stadt ist für jedermann geöffnet, immer mittwochs für 2 Stunden. Das Interesse diesmal mäßig, drinnen eine Pfarrerin, auch weil es die jüdische Gemeinde nicht schafft, Führungen auf Deutsch abzusichern. Ich denke, auch die jüdische Gemeinde muss noch ein bisschen mehr verinnerlichen, dass die Cottbusser auch etwas von ihnen lernen wollen und sie eben auch wirklich wahrnehmen wollen als ein Bestandteil hier in unserem Cottbusser Leben. Brandenburg hat den Kirchenkauf bezahlt, übernimmt Nebenkosten und zieht ein gutes Fazit. Die Befürchtungen, die wir damals hatten, dass das möglicherweise hier ein Ort von Übergriffen werden würde, dass wir Sicherheitsprobleme haben würden, das hat sich nicht erfüllt. Und die Gemeinde schildert, dass auch ihr Gemeindeleben einfacher und reicher geworden ist. Was wir bei unseren Dreharbeiten hören, klingt weniger optimistisch. Der Schabbat-Gottesdienst ist kaum besucht, alle hier sind 60 Jahre und älter. Seit gut 10 Jahren kommen kaum noch Juden in die Stadt, viele sind gegangen. Der Vorbeter malt ein düsteres Bild. Es wird bestimmt aufhören, in 10 bis 15 Jahren. Da bin ich mir ziemlich sicher, wir haben keinen Nachwuchs. Das klingt ziemlich hart, was Sie sagen. Ja. Aber wahr. Eine ziemlich harte Einschätzung, die aber nicht von allen geteilt wird. Der Landesverband der jüdischen Gemeinden sagte uns, das Problem der Überalterung sehe man zwar auch, doch man gehe davon aus, dass die jüdische Gemeinde Cottbus eine Zukunft habe. Weitere Informationen zu diesem Thema und auch zur jüdischen Gemeinde Cottbus finden Sie auch auf unserem Nachrichtenportal auf rbb24.de. Sehr überraschend, was der Freitag noch an anderen Erkenntnissen brachte. Die hat jetzt Christina Darlin. Bei den am Mittwoch in Rietz-Neuendorf bei Beeskow festgenommenen Mann handelt es sich um den Hauptverdächtigen einer gesuchten rechtsextremen Gruppe. Entsprechende RBB-Recherchen bestätigte jetzt die Bundesanwaltschaft. Der Festgenommene soll sich selbst als keltischer Druide bezeichnet haben. Er soll erst seit kurzem in Brandenburg gemeldet gewesen sein. Eigentlich stammt der Mann aus Baden-Württemberg. Bei der Razzia in mehreren Bundesländern wurden nach Polizeiangaben auch Schusswaffen, Munition und Schwarzpulver gefunden. Ein Briefumschlag mit einem unbekannten Pulver hat in Nauen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Brief war bei einer Firma in Falkensee eingegangen. Beim Öffnen soll weißes Pulver herausgerieselt sein. Deshalb brachte der Firmenchef den Brief zur Polizeiwache in Nauen. Die Beamten lösten einen Großalarm aus. Gefahrgutspezialisten rückten an und sperrten die Wache ab. Der Brief war ordentlich frankiert, aber eben ohne Absender. Und da gehen wir davon aus, genau wie die Polizei, von dem gefährlichsten Stoff. Es können Anthrax oder sonst irgendwelche giftigen Stoffe sein.
Vier Personen wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht, wurden aber inzwischen wieder entlassen. Die Experten konnten vor Ort den Stoff nicht näher bestimmen. Deshalb wurde der Brief nach Frankfurt-Oder in ein Landeslabor gebracht. Zwei Räume der Polizeiwache bleiben noch gesperrt, bis die Ergebnisse aus dem Labor vorliegen. Der zuständige Landkreis Dahme-Spreewald hat heute den letzten noch ausstehenden Bauantrag für den Flughafen BER in Schönefeld genehmigt. Er betrifft alle Restarbeiten für den Umbau im Terminal und das überarbeitete Brandschutzkonzept. Der Nachtrag umfasst 54 Aktenordner. Die genehmigten Änderungen hätten aber keinen Einfluss auf die jüngsten Probleme mit der elektronischen Türöffnung und der Sprinkleranlage, teilte der Landkreis mit. Damit ist weiter unklar, wann der Flughafen eröffnet werden kann. In den kommenden Tagen droht an vielen Geldautomaten in Brandenburg und Berlin Bargeldmangel. Grund ist ein neuer Warnstreik der Geldboten. Bundesweit haben am frühen Morgen mehrere hundert von ihnen die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi fordert höhere Gehälter und eine Angleichung der regionalen Tariflöhne. Schon vor zwei Wochen hatten die Geldboten kurzzeitig gestreikt. Ein Warnstreik hat am frühen Morgen den öffentlichen Nahverkehr in Brandenburg an der Havel lahmgelegt. Von 4:30 bis 9 Uhr ging hier auf dem Betriebshof gar nichts. Betroffen waren davon laut Gewerkschaft Verdi mehrere tausend Fahrgäste in 16 Städten. Hintergrund ist der Tarifkonflikt für landesweit rund 3000 Beschäftigte von 16 Nahverkehrsunternehmen der öffentlichen Hand. Das erste Angebot der Arbeitgeber ist für Verdi nicht ausreichend. Es würde in dieser Tarifrunde bei den Angeboten der Arbeitgeber zu viele Verlierer geben, die weniger Geld bekommen sollen in den Jahren 17 und 18, als überhaupt erwartete Inflation stattfindet. Und das können wir nicht akzeptieren. Kann es sein, dass Brandenburger um ihre Verwaltung kämpfen und leidenschaftlich an den bisherigen Strukturen hängen? Offenbar. Und selbst Wissenschaftler der Uni Potsdam mischen sich jetzt ein bei der geplanten Kreisgebietsreform. Was Innenminister Schröter davor habe, so die Professoren, fördere Politikverdrossenheit und sei gefährlich. Vorschläge machen sie aber auch. Das könnte spannend werden, findet unser Reporter Michael Schon. Aus Ämterfrust ist Ämterlust geworden. Fast schon könnte man den Eindruck haben, die Verwaltung eine Herzensangelegenheit. Wer hätte das gedacht? Fast 70% der Brandenburger jedenfalls sind gegen die Kreisreform. Und langsam wächst auch Widerstand aus der Wissenschaft. Solche Gebietsreformen gehen nicht mit den erwünschten Einspareffekten einher. Auch Effizienzgewinne sind eher nur sehr, sehr selten, wenn überhaupt, nachzuweisen. Einfach gesagt, die Reform bringt nichts. Ähnlich sehen das auch einige Wissenschaftler der Universität Potsdam. Sie halten die Reform sogar für gefährlich. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass je größer der Kreis ist, umso größer ist die Politikverdrossenheit. Die Leute haben das Gefühl, ihre Heimat zu verlieren. Das ist nicht mehr mein Landkreis, in dem ich lebe, nicht mehr meine Gemeinde, in der ich lebe. Zweiter Effekt ist, der Einfluss auf die Politik geht zurück. Wenn ich immer mehr Leute in einem Landkreis habe, habe ich immer weniger als einzelner Bürger zu sagen. Die Bürger spüren das und sagen, nee, das, so eine Reform möchte ich nicht, die auch noch von oben oktroyiert wird. Ein Konjunkturprogramm für die AfD sei das. Für den Laien ist der Zusammenhang allerdings schwer erkennbar. Und auch unter Wissenschaftlern ist das umstritten. Entsprechend müde ist die Reaktion aus der Landesregierung. Es bleibt beim Mantra, die Reform sei nötig, weil auf dem flachen Land sonst irgendwann gar keine Verwaltungsmitarbeiter mehr da seien. Je kleiner und schwächer Kreisverwaltung werden, umso unattraktiver sind sie. In kleine Buden, wo mit Mühe und Not die Aufgabe wahrgenommen wird, sie aber gleichwohl qualifiziertes Personal brauchen, möchte man eigentlich sich nicht so gerne hinbewerben. Statt der Kreisreform fordern die Wissenschaftler eine digitale Revolution in der Verwaltung. Statt aufs Amt sollen die Bürger in Zukunft lieber ins Internet. Übrigens, eigentlich soll das ein Baustein der Kreisreform sein. Unsere Einschätzung ist, dass die Landesregierung da sehr weit zurück ist, dass vielleicht Politiker Trostbonbons austeilen, damit man auf irgendetwas hoffen kann. Die Realisierung gegenwärtig ist eher verheerend. Wir sind dann auch in einem sehr frühen Stadium und die Beratungen dauern da auch an. Ich werde jetzt hier im Detail keine Vorhaben vorstellen können. Leider ist die Kreisreform kein Märchen. Sonst hätte die Geschichte ganz bestimmt ein Happy End. Sich hier zurechtfinden und nicht allein, was die Behörden angeht, irgendwann im ganz normalen Leben ankommen. Das steht vielen von Ihnen noch bevor. 130.000 Menschen gibt es aktuell hier im Land bei uns, die Migrationshintergrund haben. Und eine Brandenburgerin, die ehrenamtlich hilft, wurde von denen, die sie unterstützt, für den
Integrationspreis des Landes vorgeschlagen. Und diese Auszeichnung bekamen sie heute auch. Ismahan Alboa stellt sie uns vor. Der Gitarrenkurs von Barbara Mattis in der evangelischen Kirchengemeinde in Großbieren. Einmal die Woche unterrichtet sie hier Flüchtlinge. Die Männer, Muslime, Christen oder Atheisten, mit Hilfe von Musik sollen hier Brücken geschlagen werden. Das sind Menschen, wie du und ich auch. Die haben die gleichen Bedürfnisse, die empfinden die gleiche Liebe, die empfinden vielleicht den gleichen Hass, die haben Hunger und Durst, so wie wir alle auch. Also kann ich ihnen auf Augenhöhe begegnen. Und das finde ich ganz wichtig und deshalb muss man keine Angst haben vor Integration. Freundschaften wurden beim Musizieren geschlossen und negative Erfahrungen, weil ihre Schüler männlich sind, hat die gläubige Christin keine gemacht, erzählt sie. Wir müssen nicht so tun, als wenn das unseren Männern nicht auch passieren könnte, wenn sie in so einer Situation wäre. Und wenn man sich anschaut, welch Leid Krieg und Gewalt mit sich bringt in den Ländern, wo Krieg herrscht, dann wissen wir, wie sich Männer auch dort benehmen. Also dieses Konfliktpotenzial gibt es. Aber ich finde, da muss man versuchen, offen mit umzugehen. Und wir sind eine starke Gesellschaft. Ich glaube, wir können das auch schaffen. Wir dürfen es nur nicht totschweigen. Barbara Mattis hier mit ihrem Mann ist bei der evangelischen Kirche in Großbieren als Gemeindepädagogin beschäftigt. Seit 2014 engagiert sie sich ehrenamtlich für Flüchtlinge. Für ihr Engagement wird sie nun mit dem Integrationspreis des Landes ausgezeichnet. Außerdem wird die Willkommensinitiative Brück hilft aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark geehrt. Und ein weiterer Preis geht an den Verein Neue Zeiten aus Brandenburg an der Havel. Ohne diese Stützen der Gesellschaft wäre die Integration wohl problematisch. Land und Kommunen können das alleine nicht schaffen, betont auch die Sozialministerin. Wir brauchen Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Initiativen, die das unterstützen, die sozusagen die Begleiter im Alltag sind. Und dafür ist der Integrationspreis des Landes dann ein riesengroßes Dankeschön. Jeweils 2000 Euro Preisgeld gibt es für die drei Gewinner. Barbara Mattis wurde von den Flüchtlingen aus dem Übergangswohnheim in Großbieren vorgeschlagen. Barbara hat es verdient. Was sie gemacht hat, hat sie auch toll gemacht und der Integration geholfen. Wir haben das gemacht, nicht um den Preis zu gewinnen oder nein, sondern nur Danke für Barbara zu sagen. Regelmäßig besucht die 54-Jährige die Flüchtlinge im Übergangswohnheim. Sie begleitet sie bei Einkäufen, Arztbesuchen oder unterstützt sie beim Familiennachzug. Natürlich ist manchmal die Belastung groß, das merkt man eben, weil ich bin ja eben auch berufstätig. Bereut habe ich das nie, überhaupt gar nicht. Und ich werde es in jedem Fall weitermachen. Ich wünsche mir noch mehr Preise und vor allen Dingen noch mehr Kraft. Weiter geht's mit Nachrichten, die hat Christina. Im Regionalexpress 6 hat es heute Nachmittag gebrannt. In Höhe Falkensee im Kreis Havelland musste der Lokführer den Zug stoppen. Er war auf dem Weg nach Wittenberge. Etwa 100 Passagiere mussten den Zug verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Lokführer konnte das Feuer löschen. Warum es ausbrach, ist noch unklar. Zwischen Berlin-Spandau und Nauen fuhren Ersatzbusse. Das Kunstmuseum Dieselkraftwerk in Cottbus soll in diesem Jahr mit dem Museum Junge Kunst in Frankfurt-Oder zu einem Landesmuseum fusionieren. Die erste gemeinsame Ausstellung wird zur Stunde eröffnet. Schlaglichter, so heißt die dreiteilige Ausstellung. Sie besteht aus Exponaten der DDR-Kunst, die in Cottbus und Frankfurt-Oder gesammelt werden und jetzt erstmalig im jeweils anderen Museum zu sehen sind. In Zukunft sollen die Sammlungen beider Häuser in einem Landesmuseum gebündelt werden. Wir wollen hier Synergien schaffen. Es gibt ein Konzept, dass wir hier mehr Strahlkraft entwickeln, dass wir diese sehr großartige Kunst, die aus DDR-Zeiten stammt und die zu unterschiedlichen Zeiten gesammelt wurde, dass wir das nutzen, sie gemeinsam in Beziehung setzen mit der zeitgenössischen Kunst, auch mit der Gegenwartskunst, dass die Sammlung erweitert wird. Am Wochenende eröffnen ähnliche Ausstellungen dann auch in Beeskow und Frankfurt-Oder. Das Interesse der Kunstliebhaber am neuen Museum Barberini in Potsdam ist ungebrochen. In der Eröffnungswoche seien täglich 1.500 bis 2.000 Besucher gezählt worden, teilte Museumssprecherin Köhler mit. Sie verwies auf die Möglichkeit, im Internet Karten für ein bestimmtes Zeitfenster zu kaufen. Damit könnten lange Wartezeiten vermieden werden. Zu sehen sind gleich zwei Ausstellungen, einmal bekannte Werke der Impressionisten und einmal die Ausstellung Klassiker der Moderne. Für ältere Autofahrer soll es nach den Vorstellungen des Verkehrsgerichtstages in Goslar vorerst keine verbindlichen Tests zur Fahrtauglichkeit geben. Es gebe zwar Hinweise, dass ältere Menschen ein zunehmendes Risiko für die Sicherheit im Straßenverkehr darstellen. Es fehle aber noch die Datengrundlage zur Risikoabschätzung, erklärten die Experten. Senioren seien aufgerufen, selbst zu prüfen, ob sie noch Auto fahren können.
Die Champs singen sich warm für die große RBB-Karnevalsgala. Morgen Abend wird Heut steppt der Adler in der Stadthalle Cottbus aufgezeichnet. Rund 300 aktive Karnevalisten sind in diesem Jahr mit dabei. Auch die schon legendäre Erna aus Belitz. Bis Mitternacht wird hier heute noch geprobt. Die Gala ist ausverkauft. Am 26. Februar wird sie dann um 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen ausgestrahlt. Heute wurde offensichtlich auch woanders gesteppt, denn wenn ein halbes Dorf heute zur Grünen Woche anreist, dann muss es dort was ganz Großartiges geben. Und das gibt es auch beim Bundeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. Da wurden die Sauener heute geehrt mit der Goldmedaille als bestes Dorf der Republik. Lobende Worte gab es dann auch vom Bundeslandwirtschaftsminister für die Sauener und alle anderen Gewinner dieses Bundesausscheides. Und natürlich waren wir heute Vormittag auch noch mal in diesem Dorf. Und falls Sie sich jetzt fragen, wenn jeder Zweite da zur Preisverleihung fährt, wie groß muss wohl der gesamte Ort sein? Der Ort bei Beeskow hat weniger als 90 Einwohner. Eben klein, aber fein. Und Markus Groß zeigt, sehr fein. Böse Zungen behaupten, hier liegt der Hund begraben. Andere lieben diese Ruhe. Keine Kneipe, kein Laden und nicht mal 90 Einwohner. Das ist Saun. Und stets ein Hauch von Kuhstall in der Luft. Für die einen ist es Gestank, für die anderen ist es Geruch. Ich sag's mal so, hochtragend, wissenschaftlich, fachlich, landwirtschaftliche Emissionen, wie das so schön heißt, die gehören nun mal dazu. Und auch ein Landwirt gehört zum Dorf. Nicht für ihr schönes Zuhause bekommen die Sauner einen Preis, sondern für ihre inneren Werte. Sauner halten zusammen wie Pech und Schwefel. Das ist der Unterschied zwischen Stadt und Land, deshalb wohnen wir auf dem Land. Ja, wenn das nicht mehr funktioniert, dann könnte man gleich eine Stadt ziehen, irgendwo im Neubau. Und ich denke mal, das ist auch das Interessante für viele Leute, die hierher ziehen. Dass Dörfer einfach cool sind und Dorf und Zukunft kein Gegensatz, ist für die Jugend selbstverständlich. Saun ist? Saun ist meine Zukunft. Meine Heimat, mein Revier. Saun ist mein zweites Zuhause. Ruhe und Entspannung. Die Ruhe ist für Ortsvorsteher Hartmut Kurz vorbei, seitdem die Wettbewerbsjury im letzten Juni einfiel und alles unter die Lupe nahm. Ganz Saun war auf den Beinen. Die Mühe hat sich gelohnt. Am Tag der Preisverleihung sind alle Sauner vereint. Viele, die hier mal groß geworden sind, die gewohnt haben durch Arbeit, sonst wie familiären Gründen weggezogen sind, haben mich angerufen. Die sind derartig beeindruckt und stolz, in dem Ort hier mal gewohnt zu haben. Berlin, Berlin, Sie fahren nach Berlin. Das war heute das Motto. Und wenn einer fährt, dann klar fahren alle. Trotz Goldmedaille bleiben die Sauner aber bodenständig. Ich wünsche mir, dass der Zusammenhalt hier in unserem Ort genauso bleibt, wie er bisher ist. Und dass noch mehr Jugend zurückzieht. Wir haben jetzt doch relativ viel Jugend, die wieder zurückgezogen ist. Und es sind noch einige die Anwärter, die gerne wieder zurückkommen möchten. Und dann sind wir zufrieden. So eine Menschen wünschen wir uns. Denn morgen geht es ja für uns raus aufs Land, in einen Ort, den wir noch nicht kennen. Darauf freut sich der Landschleicher Woche für Woche. Diesmal wird er also Bekanntschaft machen mit einem Dorf, das Blumberg heißt. Und es geht schon wieder in die Uckermark. Also die Uckermark, mit der meinen wir es momentan sehr gut. Aber wie gesagt, Sie wissen ja, es ist ein Zufall. Eigentlich ist es zurzeit feucht genug. Warum da noch in den Spreewald und auch noch in einen Kahn? Unsere Wetterreporterin Ulrike Fink, die fand es herrlich, auch was die Temperaturen angeht. In einer Minute legt der Kahn ab. Wir fahren heute durch den Spreewald. Man würde eigentlich sagen, bei den Temperaturen, das wird kalt. Wird's aber nicht, denn hier in Burg gibt es Kähne mit Kamin an Bord. Und so einen haben wir uns natürlich ausgesucht. Dann mal Schiff ahoi. Wie wurde hier eigentlich ausgelost, wer am Kamin sitzen kann? Das war nicht so abgesprochen, die Frage. Am Kamin sitzen die Mädchen. Ach okay, na das ist ja klar. Merkt man eigentlich da eine Wärme? Also bis hierhin kommt es ja nicht durch. Nee, wenn man die Hand ganz dicht dran hält, dann ist es ein bisschen warm.
Und habt ihr so eine Winterkahnfahrt schon mal gemacht? Spreewald ist ja Heimat, da macht man mal eine Kahnfahrt mit, aber in der Regel im Sommer und nicht im Winter. Und? Die Idee trotzdem gut? Ist eine gute Ausweichvariante, ja. Wenn das Wetter so schön ist wie heute, Sonne, nicht ganz so kalt, dann ist es eine faire Geschichte, denke ich. Und so schön sonnig bleibt es, aber es wird kalt. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen bis auf minus 9 Grad. Das Ganze bei sternenklarem Himmel. Am Tag gibt es dann nichts als Sonne bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad plus. Jetzt bin ich mal nach hinten geklettert zum Kahnfährmann Tino Meyer. Hier geht's ja noch mit dem Kahnfahren, aber nicht überall im Spreewald mehr, ne? Nee, da haben wir Glück. Also der Hafen liegt ja direkt auf der Hauptspree. Wir haben ja auch ein bisschen Strömung. Dadurch friert das hier nicht so schnell zu. Ich sag mal, jetzt hier die Ecken oder die kleinen Fließe, wo keine Strömung ist, die sind zugefroren. Lübbenau ist auch zu, ne? Der Hafen. Lübbenau, der Hafen ist auch zu. Hier brauchst du so na, 2-3 Nächte, minus 10 Grad. Tagsüber darf dann nicht auch so warm sein, dann friert das erst zu. Also da haben wir eigentlich ziemlich Glück hier mit der Stelle. Und darf man schon aufs Eis, da wo es zugefroren ist, oder eher nicht? Ich würde es nicht machen. Also minus 10 Grad, 3 Nächte, das kriegen wir auf gar keinen Fall. Es wird nämlich milder. Tagsüber werden zwischen 6 und 8 Grad erreicht und ab Wochenende sind auch die Nächte weitestgehend frostfrei. Die Sonne zeigt sich ab Montag nur noch in der Südhälfte von Brandenburg. Im Norden bleibt es grau, teilweise auch regnerisch. Wie viele von den Kaminkähnen gibt es mittlerweile hier in Burg? Also wir haben angefangen vor 3 Jahren mit einem Kahn. Mittlerweile haben wir 4. Wir sind immer noch die Einzigen, die den Kaminkahn haben. Und wann kann man mit dem fahren? Also der Kaminkahn ist nur auf Bestellung. Wir haben, ich sag mal, täglich 11 und 14 Uhr die Glühweinkahnfahrten. Wochenende fahren wir stündlich. Wer am Kamin sitzen will, der muss das vorher bestellen. Also, wer es warm haben will, einmal kurz anrufen, aber dann ist es auch schön. Danke, Ulrike, aber da hilft es offensichtlich nicht, dass man sagt, man ist ein Mädchen, man will ran an den Kamin. Wir hätten ja noch einen wunderbaren Tipp, da können Sie morgen auch schön gucken, nämlich zugucken um 18.32 Uhr. Da gibt es nämlich alle die Entdeckungen, die wir in petto hatten für Sie. Tolle Orte mit exklusiven Experten und wenn wir alles nochmal zeigen, dann, wie gesagt, bleiben Sie lieber vom Fernseher sitzen und gehen später dann mal nach draußen. So, Sonnenschein gab es heute auch über einem alten Tagebau, der ein schöner See geworden ist. Nochmal Spreewald, aber hier der Lichtenauer See bei Großbeuche und wir sagen herzlichen Dank an den Fotografen Martin Jeschke. Mit dem Schlitten geht es dann gleich ab ins Gebirge. Das gibt es dann aber nur bei Kesslers Expedition, gleich im RBB ab 20.15 Uhr. Und RBB aktuell mit dem Neuesten aus der Region dann wieder ab 21.45 Uhr. Also schönen Start ins Wochenende, vergnüglichen Abend und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Weltweit wird an diesem 27. Januar an die Befreiung der Häftlinge des Vernichtungslagers Auschwitz erinnert. Gedenktag. Sachsen ehrt die Opfer der Nazi-Diktatur. Schneemassen. In Freiberg kommt die Müllabfuhr immer noch nicht überall durch. Schiffskatastrophe. Neues Assisi-Panorama in Leipzig zeigt die Titanic in 3800 Metern Tiefe. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Anja Köbel. Guten Abend. Heute vor 72 Jahren befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, dem größten Vernichtungslager des Nationalsozialismus. Die schockierenden Bilder, die danach um die Welt gingen, gaben einen Einblick in das unvorstellbare Leid, das die Menschen in den Konzentrationslagern erdulden mussten. Ein Leid, das nicht vergessen werden darf. Und so wird der 27. Januar weltweit als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Auch in Sachsen gab es berührende Begegnungen. Trauerbeflaggung vor dem Sächsischen Landtag, wie bei allen öffentlichen Gebäuden in Deutschland, wehen auch hier in Dresden die Fahnen auf Halbmast. Staatsregierung und Parlament haben zu der zentralen Gedenkfeier geladen. Zahlreiche Schüler sind unter den Gästen im Plenarsaal, aber auch Vertreter der Generation, die das Grauen miterlebt hat oder auch nur knapp überlebt, wie der 91-jährige Ehrengast Jacek Zieliniewicz aus Polen, der vom grausamen KZ-Alltag erzählt, von Hunger, Kälte, Zwangsarbeit und Massenvernichtung. Und für mich ist Erinnerung wegen die Gehende ins
Gaskammerleute, das ist das Schlimmste. Und das Schlimmste ist für mich auch das, dass da Kinder waren. Die Erinnerung daran müsse wachgehalten werden, sagte der Ministerpräsident, denn es täten sich bereits erste Lücken auf. Diese Lücken schleichen sich in unseren Alltag ein. In Deutschland, aber auch bei uns in Sachsen. Achten wir darauf, dass aus ihnen keine Lücken der Menschlichkeit werden. Denn das ist gefährlich und dem müssen wir entschieden entgegentreten. Auch an vielen anderen Orten Sachsens wurde heute an den Holocaust erinnert, darunter in Chemnitz bei der Kranzniederlegung im Park der Opfer des Faschismus oder an der Leipziger Gedenkstätte Abt-Naundorf, wo auch an die grausame Ermordung von 80 Widerstandskämpfern erinnert wird. Letzte Zeitzeugen wie Jacek Zieliniewicz möchten das Geschehene an die Spätergeborenen als Mahnung weitergeben. Drei Generationen sind nach dem Krieg geboren. Sie wissen nicht, was das Krieg bedeutet. Heutige Jugend ist nicht verantwortlich für die Vergangenheit, aber sie wird verantwortlich für ihre Zukunft, nicht unsere. Und umso wichtiger sei es deshalb, dass die Erinnerung lebendig bleibt. Bei der Gedenkfeier im Deutschen Bundestag gab es heute eine Premiere. Zum ersten Mal trat ein Mensch mit geistiger Behinderung ans Mikrofon, der einen Brief verlas. Den Brief eines Mannes, der in eine Klinik wegen Geisteskrankheit eingewiesen und 1945 ermordet wurde. In diesem Jahr steht bei den Gedenkfeiern die Euthanasie im Mittelpunkt. Und so führt uns unsere Spurensuche jetzt in das sächsische Krankenhaus Großschweidnitz und dessen dunkle Geschichte. Dass ihre Tante Elli Helm tatsächlich umgebracht worden war, für Christine Girbig war das lange nur eine Vermutung. Sicher wusste sie, dass Elli seit 1936 wegen ihrer Epilepsie in Heimen gelebt hatte und dass der Kontakt zur Familie trotzdem eng war. Sie ist sehr oft am Wochenende gekommen, das weiß ich aus den Briefen. Sie ist mit ihren Eltern sehr gern ins Theater gegangen, ins Kino gegangen. In den 40er Jahren wurde das immer schwieriger. Elli wurde ständig verlegt. Und zwar immer ein Stück weiter weg, von Leipzig in die Nähe von Freiberg, dann nach Hilbersdorf und so weiter. 4 oder 5 Stationen. Und meine Großmutter fuhr zum Beispiel nach Freiberg, um sie dort zu besuchen und erfuhr, sie ist gar nicht mehr da. Die letzte Station, die Landesanstalt Großschweidnitz. Wie man heute weiß, ein Zentrum der Krankenmorde in Sachsen. Von 1939 bis 1945 wurden hier über 5000 psychisch Kranke, geistig Behinderte und Unangepasste umgebracht. Gerade bei großen Transporten sind die Patienten nur wenige Tage, Wochen in Großschweidnitz und versterben dann ganz plötzlich, in der Regel an Lungenentzündung. Also das alles deutet dann auf gezielte Tötung hin, auch wenn man das im Einzelfall juristisch betrachtet nicht nachweisen kann. Um Opfer aufzuspüren, durchforstet ein Historikerteam seit Jahren tausende Akten in Kliniken und Archiven. Maria Fiebrand hat sich speziell mit Großschweidnitz beschäftigt. Es geht sowohl um Einzelfälle wie auch eine statistische Auswertung, um Aussagen treffen zu können, wie in Großschweidnitz gemordet wurde, wie systematisch, wie umfangreich und auf welche Art und Weise. Die Suche ist schwierig, denn die wahren Todesursachen wurden verschleiert. Aber ein Gewicht unter 40 Kilo deutet auf Verhungern lassen hin. Eine nicht durchgeführte Sektion, ein anderer Hinweis. Und auch das viel zu spät abgeschickte Telegramm über Gesundheitsprobleme gehörte zur Taktik. Gestern haben wir unsere liebe Elli zur letzten Ruhe gebettet. Es tut mir schrecklich weh, dass wir die Depesche nicht eher erhielten und nicht die letzten Stunden bei ihr sein konnten. Damit der Mord an ihrer Tante nicht vergessen wird, hat sich Christine Girbig einen Stolperstein vor Ellis ehemaligem Wohnhaus gewünscht. Im letzten Herbst wurde er gelegt. Es hat mich gefreut, weil ich so sehr tröstlich fand, dass für die Elli ein Gedenken möglich war und bleibt wenigstens ein bisschen noch.
An einem Tag wie heute ist das, was AfD-Mitglied Björn Höcke in seiner Rede letztens in Dresden sagte, einmal mehr Thema. Frauke Petri hat sich nun mit einem Brandbrief, der dem Sachsenspiegel vorliegt, an die Mitglieder der AfD gewandt. Darin erklärt sie, warum die Rede zu verurteilen sei und der Partei schade. Offenbar will Petri vermeiden, dass der Höcke-Flügel gestärkt wird. Denn an diesem Wochenende stellt ihr sächsischer Landesverband die Kandidatenliste für die Bundestagswahl auf. Der Kampf um aussichtsreiche Listenplätze als Fernduell zwischen Petri und Höcke. Folgen die sächsischen Delegierten dem Appell der Bundesvorsitzenden oder stärken sie den rechten Flügel um den Fraktionschef aus Thüringen? Parteitage entwickeln immer eine Eigendynamik. Das sieht man immer wieder, selbst bei etablierten Parteien, wo man glaubt, dass alles eingespielt ist und wo die Machtverhältnisse klar zu sein scheinen. Und bei einer so jungen Partei, die ein Sammelbecken unterschiedlicher Protestströmungen ist, ist es im Prinzip gar nicht richtig vorauszusehen, wie das Ergebnis nachher aussehen wird. Zur Wahl für die vorderen Listenplätze stehen Hochschullehrer und Unternehmer, Handwerker, Richter oder Polizeibeamte. Insgesamt 32 Männer und genau eine Frau. Knapp ein Drittel war zuvor schon politisch aktiv, teilweise in gleich mehreren rechtspopulistischen Kleinstparteien. Ein weiteres Drittel gibt an, nie einer Partei angehört zu haben. Der Rest macht keine Angaben. Inhaltlich gibt es natürlich viele unterschiedliche Strömungen, von sehr konservativen, auch zum Teil rechtsextremen einzelnen Personen oder Gruppierungen bis hin zu einem Flügel, den man vielleicht eher als sehr konservativ oder nationalbürgerlich bezeichnen kann, also von Eurokritikern zu Kritikern der Einwanderung, zu Kritikern des Islam, bis zu solchen Menschen, die ihre Heimatliebe verteidigen gegen vermeintliche Invasion Fremder. Einige der Kandidaten standen bereits öffentlich in der Kritik. Darunter Thomas Hartung, der mit verächtlichen Kommentaren über einen Lehrer mit Down-Syndrom für Empörung sorgte. Oder Detlef Spangenberg, der seine Stasi-Tätigkeit verschwiegen hatte. In der aktuellen Bewerbung steht kein Wort über frühere Zugehörigkeiten zu rechtspopulistischen Parteien. Aktuell im Fokus der Dresdner Richter Jens Meyer, der so wörtlich den Schuldkult für beendet erklärte. Aus seiner Bewunderung für Björn Höcke macht er keinen Hehl. Björn Höcke, Sie sind unsere Hoffnung. Was sicherlich die AfD nicht tun wird, sie wird nicht versuchen, den ganz rechten Flügel gänzlich auszugrenzen, denn sie ist davon überzeugt, dass sie mit beiden Strömungen ein Maximum an Wählerstimmen gewinnen kann. Ja, wir werden natürlich am Wochenende vom Parteitag der AfD berichten. So, und nun geht's hinaus in den Winter. Er ist kalt, schneidend, aber eben auch ein Künstler. Der Wind, der in der vergangenen Nacht über das Erzgebirge hinwegfegte, erschuf bizarre Skulpturen. Die Kehrseite, er führte auch zu starken Verwehungen. So gab es flächendeckend Verkehrsbehinderungen und sogar Vollsperrungen. So musste, wie hier auf der Verbindungsstraße zwischen Jöstadt und Bärenstein, großes Gerät eingesetzt werden. Es stöhnen aber auch noch mehr über den anhaltenden Winter, egal ob es nun die Post ist, Hausärzte, Pflegedienste oder die Müllabfuhr. Für Letztere ist die Situation derzeit in Freiberg besonders anstrengend. Dort wird zwar seit 2 Wochen der Schnee aus der Stadt gefahren, aber in den Nebenstraßen geht es noch immer eng zu. Und das heißt für den Entsorger, dass der Müll erstmal liegen bleibt. Tonnenweise Abfall, Restmüll, Plastiksäcke, Papier und Pappe. Kaum ein Fleckchen bleibt ungenutzt. Der Müll erstapelt sich regelrecht in den kleinen Gassen der Stadt. Das sorgt für Unmut bei den Freibergern und ihren Gästen. Mir gefällt es überhaupt nicht, wenn man hier reinkommt in die Stadt. Vor allem der Tourismus ist ja auch dann geschädigt dadurch, wenn die Leute das sehen. Ich finde es nicht schön. Die Schneeberge am Straßenrand sind das Problem. Hier kommt die Müllabfuhr mit ihren großen Fahrzeugen einfach nicht durch. Vor-Ort-Termin mit dem Sachsenspiegel heute am Petriplatz. Der örtliche Entsorger ist gekommen, auch die Stadtverwaltung. Es gibt Klärungsbedarf, denn in diesem Areal ist es besonders kompliziert. An diesem konkreten Beispiel, da kommen wir gar nicht mit den Fahrzeugen rum, es ist zugeparkt. Was kein Vorwurf gegenüber dem Bürger ist, ist aber einfach nur so, dass der Kurvenradius da nicht gewährleistet ist. Wir kommen hier vorne um die Kurven nicht rum, wir können hier vorne nicht wenden. Und jetzt müssen wir natürlich aufwendig mit der Stadt Freiberg zusammen diesen Zustand herstellen, dass wir dann anschließend heute Nachmittag hier entsorgen können.
Seit Tagen schon ist der Bauhof de facto im Dauereinsatz, beräumt die Schneeberge und bringt die weiße Last aus der Stadt. Aber es sind viele kleine Straßen und Gassen in Freiberg, die noch freigeschaufelt werden müssen. Wir sind mit allen Kräften, allen verfügbaren Kräften des Winterdienstes unterwegs, haben entsprechende Listen, die wir abarbeiten. Und das wird nach Priorität vor Ort entschieden, wo Schnee abgefahren wird. Am Petriplatz geht heute alles ganz schnell. Der Radlader beseitigt die Engstellen, damit die Müllfahrzeuge wieder wenden können. Und dann rücken die Männer in Orange an. Papier, Plastik, Restmüll, Biotonnen, alles, was in den letzten Tagen liegen geblieben ist, wird auf einmal entsorgt. Zumindest hier können die Anwohner aufatmen. Aber es bleibt noch viel Arbeit für die Müllabfuhr in Freiberg. Ja, wie es mit dem Winter weitergeht, das erfahren Sie ausführlich am Ende der Sendung im Wetterbericht. So viel sei schon mal verraten. Es wird ein schönes Wochenende. Hier geht's weiter mit den Nachrichten im Überblick. Umweltbeschwerde. Vier Umweltverbände verlangen von der Landesdirektion Sachsen, dass das wassertouristische Nutzungskonzept in der Region Leipzig außer Vollzug gesetzt wird. Nach Meinung der Verbände sei das Papier rechtswidrig, weil es ohne eine Umweltverträglichkeitsprüfung verabschiedet worden sei. In dem Konzept haben sich 13 Kommunen und zwei Landkreise darauf verständigt, wie die Seenlandschaft in den ehemaligen Braunkohlegebieten und die Zu- und Abflüsse für den Tourismus erschlossen werden sollen. Tarifstreit beendet. Die 170 Beschäftigten der Stadt Naunhof werden künftig besser bezahlt. Der Stadtrat stimmte gestern Abend dem Haustarifvertrag einstimmig zu. Zuvor hatten bereits die Mitarbeiter den Kompromiss angenommen. Für sie galt seit 1994 kein Tarifvertrag mehr, weil die Kommune aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten war. Erst nach Streiks hatte der Stadtrat eingelenkt. Reifenstecher wieder aktiv. In Chemnitz sind vergangene Nacht an etwa 20 Autos die Reifen zerstochen worden. Laut Polizeidirektion waren vor allem Pkw betroffen, die vermeintlich verkehrswidrig abgestellt waren. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Seit einem Dreivierteljahr treibt ein selbsternannter Ordnungshüter in Chemnitz sein Unwesen. Bislang gibt es außer einer Personenbeschreibung nach einer Tat im Dezember keine heiße Spur. Reisemesse eröffnet. In Dresden präsentieren seit heute über 400 Aussteller die schönsten Reiseziele sowie die Reisetrends der Sachsen. Unter dem Motto Raus aus dem Alltag bietet die Messe Informationen zu Städte- und Rundreisen sowie Nah- und Fernzielen. Auch den anhaltenden Boom bei Kreuzfahrtreisen spiegelt die Messe wider. Laut Deutschem Reiseverband gibt es in Sachsen deutschlandweit die meisten Reisebüros. Im westafrikanischen Mali sollen UN-Blauhelme für Sicherheit sorgen. Das heißt auch, dass Bundeswehrsoldaten die Bevölkerung vor Islamisten schützen sollen. Bisher waren maximal 650 Soldaten an der Mission beteiligt. Künftig werden es bis zu 1000 deutsche Soldaten sein, die bei der Umsetzung des Friedensabkommens helfen. Dafür werden auch Bundeswehr-Hubschrauber gebraucht. Vor wenigen Stunden startete vom Flughafen Leipzig-Halle eine Antonov-Frachtmaschine mit militärischem Gerät nach Afrika. Sie gehört zu den größten Verkehrsflugzeugen der Welt, die Antonov AN-124. Am Flughafen Halle-Leipzig wartete sie heute Morgen auf besondere Fracht, ein Transporthubschrauber NH-90 der Bundeswehr. Für den Einsatz soll er von Sachsen nach Mali in Westafrika verlegt werden. Dafür wird bei der Antonov-Transportmaschine, die über 73 Meter Flügelspannweite hat, das Cockpit hochgeklappt. Wir haben bei der Antonov 124 einen großen Vorteil. Sie hat einen sehr großen Laderaum und dementsprechend sind die Haupttätigkeiten, die Hauptrotorblätter abzunehmen und letztlich nur ein Heckrotorblatt. Und dann bekommen wir den Hubschrauber fast komplett, bis auf ein paar kleine Anbauteile, so in den Laderaum. Insgesamt werden in nächster Zeit 4 Transporthubschrauber und 4 Kampfhubschrauber der Bundeswehr nach Mali verlegt. Im westafrikanischen Krisenland gibt es immer wieder Terroranschläge. Der UN-Einsatz zählt zu den gefährlichsten für die deutschen Soldaten. Mit unseren Hubschraubern haben wir zwei unterschiedliche Aufgaben. Mit den Transporthubschraubern NH90 stellen wir in erster Linie verwundeten Transport sicher aus der Luft. Wenn diese Fähigkeit nicht gefordert sein sollte vor Ort, können wir auch Lufttransport mit den Hubschraubern durchführen. Zu den Gefahren in der Krisenregion kommen bei diesem Bundeswehreinsatz noch extreme klimatische Bedingungen, Belastungen für Mensch und Material.
Viele von uns haben Einsatzerfahrungen bereits in Afghanistan gesammelt, bei sehr, sehr hohen Temperaturen, die für Mensch und Material natürlich sehr belastend sind. Temperaturen um die 40, 45 Grad bis an die 50 Grad heran. Mali bietet die neue Herausforderung hoher Feuchtigkeit. Dort müssen wir erstmal sehen, wie das auf uns wirkt und auch wie auf den Hubschrauber sich auswirkt. Nach dem ersten Hubschrauber heute starten in den kommenden Tagen und Wochen weitere Helikopter von Leipzig nach Westafrika. Ja, eine Frachtmaschine wäre auch nicht schlecht gewesen, aber das geht natürlich in der Stadt nicht. Denn wenn ein Museum umzieht, muss viel verpackt und transportiert werden. Das DDR-Museum, das bislang in Radebeul zu Hause war, ist nun in Dresden. Übermorgen, also am Sonntag, wird die Ausstellung mit dem Titel Die Welt der DDR wieder für das Publikum geöffnet werden. Heute durfte sich die Presse schon mal im neuen Museum umschauen. Viele der rund 70.000 Exponate stammen von Leihgebern. Die neu konzipierte Ausstellung zeigt auf 1.500 Quadratmetern den Alltag in der DDR. Vom komplett eingerichteten Klassenzimmer über einen Friseursalon bis hin zum Wohnzimmer mit Original-DDR-Schrankwand. Ja, und es gibt noch mehr Sehenswertes, das eröffnet wird und bei dem heute die Presse schon mal schnuppern durfte. In diesem Fall sogar abtauchen, fast 4000 Meter tief auf den Grund des Nordatlantiks. Dort liegt das Wrack der Titanic. Das einst so stolze Schiff ist inzwischen längst Teil der Natur geworden. Und nun liegt es in Leipzig. Es ist nämlich der neueste Coup des Panoramakünstlers Yadigar Azizi. Die naheliegende Frage, wie zeigt Azizi die Titanic, gerade im Untergang begriffen oder schon versunken, ist augenscheinlich beantwortet. Die Titanic, 1912 das größte Schiff der Welt und auf ihrer Jungfernfahrt vor Grönland von einem Eisberg geschlitzt, wie sie heute in 3800 Metern Tiefe ruht. Dass ich mal das Ganze erlebbar so mache, wie es eigentlich noch nie jemand gesehen hat. Ich erfinde jetzt ein Licht und zwar tue ich so, als wäre jetzt eine Riesenunternehmung gestartet. Das Heck sieht man am Meereshorizont. Dann werden Sie Objekte von Menschen sehen, von Schuhen, die wirklich noch dort existieren. Das hat mich auch gewundert, dass Leder das Letzte ist, was wirklich existiert. Ein 3500 Quadratmeter großer Schiffsfriedhof in Leipzig. Ein gemalter Abgesang auf unseren Glauben an die eigene Unfehlbarkeit. Das genaue Gegenteil zeigt die Ausstellung, die dem Rundbild vorangestellt ist, nämlich pure Zukunftseuphorie. Der frühe Maschinenbau als Religion. Hier der 1:1 Nachbau des Bugs der Titanic, 23 Meter hoch. Realisiert durch eine Firma, die sonst für Hollywood Kulissen wuchtet. Man wird in der Ausstellung erstmal sehen, was das für ein wahnsinniger Vorgang ist, was der Mensch sich da vorgenommen hat. Es ist faszinierend zu reisen. Wenn aber jeder reist, wo immer er will, wenn wir heute Frühstück in New York haben und Mittag in Paris, wenn das geht, ist das eigentlich notwendig, wenn wir über Lebensglück und über solche Dinge reden? Das ist eine Gesellschaftskritik. Es ist eine Kritik an uns selber zu fragen, in was für einer Gesellschaft, in was für einer Welt wollen wir leben? Etwa 1500 Opfer forderte das schneller, weiter, höher des entfesselten Industriezeitalters beim Titanic-Unglück. Azizi wurde auch zur Eröffnung nicht müde, sein morbides Überwältigungsbild philosophisch zu bewerben. Jeder Fortschritt trage den Keim des Unglücks. Wir sind so, ja, und wir rennen voraus und wir wollen 200 Jahre alt werden. Aber ich weiß gar nicht, was bedeutet eigentlich 200 Jahre alt werden? Ich könnte mir nur vorstellen, die Diktatoren werden alle 200 Jahre alt und werden dann alles dafür tun, dass die anderen nicht so alt werden. Von einer Kraft, die das Gute will und Böses schafft. Ein spannender Tauchgang im Panometer Leipzig. Ja, spannend ist auch das, was seit dem Jahr 2000 immer mehr Menschen begeistert. Damals wurde der allererste Geocache versteckt. Geocache, das heißt geheimes Versteck in der Erde. Seitdem werden diese Schätze in Form von Dosen oder Überraschungseiern überall auf der Welt gesucht. Und auch im Erzgebirge gibt es eine große Fangemeinde, die selbst im Winter bei frostigen Temperaturen sucht und findet. Morgen gibt es in Geier ein großes Cacher-Treffen. Schätze mit der Wünschelrute oder Schatzkarte suchen war gestern. Heute geht man mit dem GPS-Gerät. Wandern mit Ziel nennt es Gerd Kobylka.
Ja, das hat 2008 angefangen. Wir waren dort zu einem Kollegenausflug im Spreewald. Eine Arbeitskollegin hatte die Idee, mal einen Schatz zu suchen. Da kannten wir das noch nicht. Und Andrea ist dort mitgegangen und fand das unheimlich spannend und spektakulär. Die beiden sind der modernen Schatzsuche so verfallen, dass sie fast täglich über irgendwelchen Rätseln zu diversen Geocaches brüten. Und Andrea sucht nicht nur gern, sie ist auch sehr aktiv, wenn es darum geht, selbst eine knifflige Schatzsuche für andere zu entwickeln. Ich bin noch Trainerin in einer Tanzgruppe hier in Geier. Und wir haben eigentlich gleich von Anfang an versucht, die Tanzgruppe mit dem Cachen zu verbinden und machen halt Schwarzlichttänze. Und über das, was dann die Cacher sehen, verschlüsseln wir die Koordinaten. Und wenn sie den Tanz angucken und den Schlüssel vorher rausgekriegt haben, dann finden sie halt hinterher die Dose. Für den Winterzauber, so heißt das große Geocacher-Treffen in Geier, hat Gerd gleich mehrere Schätze im Wald versteckt. Einen muss er noch mit einem Logbuch, dem Pendant zum Gipfelbuch, versehen. Das ist das Logbuch zu dem UV-Tanzcache. Das ist also ein Hampelmann. Und hier unten lassen sich dann diese Streifen aufziehen und hier können die Cacher dann unterschreiben. Extra für MDR vor Ort wurde ein ganz besonderer Cache versteckt, der hoffentlich während der Live-Sendung morgen auch gefunden wird. Ja, also dann, Sie können es miterleben, denn MDR vor Ort sendet live aus Geier vom Winterzauber. Coole Typen, schöne Bilder, los geht's 16 Uhr. Und sollten Sie keine Lust zum Suchen und Finden haben, dann wäre vielleicht Leipzig-Plagwitz ein schönes Ziel am Wochenende. Da geht's nämlich auf und ab und zwar so richtig auf dem Trampolin. Die Fans sagen, Trampolinhüpfen macht süchtig und so gibt es ab heute die volle Dosis in der, nach eigenen Angaben, größten Trampolinhalle Deutschlands. Man sinkt tief ein und dann geht sofort ab in die Luft. Wie fliegen so, man fühlt sich so frei, krabbelt ein bisschen am Bauch. Dann, wenn man hier drin landet. Wenn man dann noch weiß, man fällt weich, dann kann man alles probieren. 65 Trampoline, sogar welche an den Wänden in einer riesigen Halle. Aufgemacht als Parcours. Man springt von Station zu Station, tritt an gegen die Schwerkraft. Seine Freunde oder auch mal einen Balken. Es ist Spaß, es ist wie ein Spielplatz für Erwachsene. Wer sich auf diesem Spielplatz von nichts umhauen lässt, hat gewonnen. Das gilt auch für die Prügelzone. Deutlich feinsinniger dagegen ist Hüpfbasketball, wie es Moritz erklärt. Springt man dann halt so ab. Und lässt dann Ball, halt den Ball, wenn er dort oben ist, los und versuchen, dass er reingeht. Und geschafft. Und das ist überhaupt ein gutes Stichwort. Mich macht's halt kaputt und alles. Ja, dieses Gehüpfe ist schon anstrengend, egal in welchem Alter. 1000 Kilokalorien pro Stunde. Das heißt, es ist tatsächlich der energiegeladenste Sport, den es so gibt. Das heißt, nirgendwo kannst du in der gleichen Zeiteinheit ähnlich viel Kalorien verbrennen. Nur wer schafft es wirklich, eine Stunde lang durchzurennen und zu springen, ohne umzukippen oder zu knicken? Langweilig jedenfalls wird es keinem, auch dank TÜV-geprüfter Ninja-Box. Es war auch so ein bisschen Nervenkitzel, weil man will halt nicht runterfallen. Und das dann alles noch in der schnellen Zeit zu schaffen, das ist halt schon echt cool gemacht hier. Fehlt noch der Preis. 12 Euro hüpfen hier pro Stunde, jedem aus dem Portemonnaie. Er macht mit Sicherheit heute auch Luftsprünge. Schon im Ziel riss Nico Ihle im schwarzen Trikot die Faust in die Luft, denn er wusste, dies ist eine super Zeit. Der Chemnitzer hat mit einem perfekten Lauf über 500 Meter den deutschen Eisschnellläufern einen goldenen Auftakt beim Weltcup in Berlin beschert. In seinem ersten von insgesamt 4 Rennen kam Nico Ihle auf die Topzeit von 34,83 Sekunden und ließ der Konkurrenz einfach keine Chance. Es ist der 3. Weltcupsieg seiner Karriere. In der 2. Fußball-Bundesliga muss Dynamo Dresden zwar erst am Sonntag beim 1. FC Nürnberg antreten, doch für die Anhänger der Schwarz-Gelben beginnt die Rückrunde schon kommende Nacht. Allerdings ist dabei Stehvermögen gefragt. Von 0.25 Uhr bis 5 Uhr in der Früh präsentiert der MDR die lange Dynamo-Nacht, aufgezeichnet hier im Landesfunkhaus bei den Kollegen von MDR 1 Radio Sachsen im Hörfunkstudio. Was sich dahinter verbirgt? Folgendes.
Marbella vor wenigen Tagen. Spannende Aufgabe im Trainingslager der Dresdner Zweitligakicker für ihn, für Pascal Testroth. Die lange Dynamo-Nacht zu bewerben. Natürlich haben wir nicht endlos Zeit, also ran. Die lange Dynamo-Nacht, kommentiert von Marco Hartmann und Stefan Kutschke. Euer Ernst? Zugegeben, ungewohnte Rolle für Stefan Kutschke, den Dynamo-Sturmtank und Kapitän Marco Hartmann. Sie versuchen sich als TV-Kommentator. Ich hatte es schon mal als Live-Kommentar im Livestream bei einem Spiel von uns, dritte Liga noch gegen Kiel, damals als Co-Kommentator. Aber das war sehr, sehr interessant, hat Spaß gemacht. Dass es mal ungewohnt ist, ne? Weil sonst, okay, du unterhältst dich ja mit Freunden zu Hause normal, boah, was haut der Blinde schon wieder da drüber und jetzt musst du es über dich selber sagen. Inhaltlich beginnt die Dynamo-Nacht mit dem Aufstiegsfilm Das ist unser Leben. Zu sehen und nachzuerleben der Weg in die zweite Bundesliga. Dazu Einblicke hinter die Kulissen. Gleich danach wird's ernst für Pacos Kollegen. Was glaubst du, was Kutsche für ein Kommentator ist? Ich glaube, er wird eher der lautere, eher der spanischere Kommentator sein von den beiden. Und Harti? Ja, ich glaube, sehr, sehr ruhig gesittet. Ich glaube, er analysiert mehr. Jetzt aber Mikrofon frei für den Pokalkrimi. Dynamo Dresden gegen RB Leipzig. Ich weiß, was passiert. Es kommt gleich Ballverlust, Marco Hartmann. Nee, ich hab Freischuss. Gezeigt wird das Pokalspiel noch einmal in voller Länge. Neu ist der Kommentar. Die lange Dynamo nach. Am 28. Januar 0.25 Uhr im MDR Fernsehen. Genau, bis früh um 5. Und wenn Sie dann den Mittagsschlaf einplanen, dann sind Sie auch 19 Uhr wieder zum Sachsenspiegel fit, dann mit Daniel Johe. Hier gibt es jetzt noch den Blick aufs Wetter mit Stefanie Meissner. Schönen Abend und bis bald. Tschüss.